Leute, in letzter Zeit erwischen wir uns so oft, während ich gerade auf dem Weg bin, nach draußen zu gehen, was erklärt, wieso ich gerade schon angezogen bin. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, für euch dieses Video zu drehen. Es ist extrem oft angefragt worden und seitdem ich das in meinem Videokalender auf meinem Kanal Herr Tutorial stehen habe, ich verlinke euch meinen Kanal dort in die Ecke rein. Und ihr solltet einfach mal vorbeischauen und mir sagen, welche Videothemen ihr am liebsten sehen wollt, weil da habe ich einen Video-Upload-Kalender auf meinem Kanal und ihr könnt einfach entscheiden, ja, welches Videothema euch am meisten interessiert. Und so kann ich mich zusammen mit euch entscheiden, welches Videothema als nächstes kommt. Und ich komme mir so vor, als würde ich viel zu schnell reden und das würde ich keine Luft mehr kriegen. Ich wollte euch in diesem Video meine 5 Pflegegeheimnisse verraten. Am Ende dieses Videos sind es klar keine Pflegegeheimnisse mehr. Aber ich denke, jeder von euch, jeder, der einen dieser Tipps benutzt, wird einen Unterschied merken. Es geht um verschiedene Körperregionen. Nicht um die Dinge da unten. Aber ich sage euch einfach mal, so viel Spaß beim Video, wenn euch dieses Video und der Aufbau und alles drum und dran gefällt. Ich habe mir extrem viel Mühe gegeben. Gebt dem Video einen Daumen hoch und fügt es unter eure Favoriten hinzu. Ich würde mich freuen. Und schreibt mir am liebsten noch einen Kommentar, wann ihr meine Videos gerne sehen würdet. Also welcher Wochentag wäre für euch am besten? Nennt mir am besten 2 Wochentage, weil ich versuche jetzt gerade... Ihr seht ja, ich versuche mindestens ein Video pro Woche zu drehen und ich denke, ein Video-Upload-Kalender würde mir helfen, ja, sagen wir es mal so, effektiver Videos für euch zu drehen. Deswegen möchte ich mich mit euch zusammen auf 2 Tage einigen, die ihr mir in die Kommentare schreibt und ich werde dann sehen, an welchen Tagen ihr am meisten aktiv seid und online seid auf YouTube. Und deswegen lasst mich wissen, ihr würdet mir sehr weiterhelfen, meine lieben Abonnenten. Also, viel Spaß beim Video und lasst uns einfach loslegen. Let's go! Kommen wir zu meinem allerersten Pflegetipp und dieser Pflegetipp dreht sich rund um gesundes Haar, gesunde Haut und gesunde Nägel und ich kann es jedem raten, der unter Akne leidet und zum Teil auch alles Mögliche versucht hat, um seine Haut zu reinigen und das ist einfach sehr viel Wasser zu trinken. Ich habe mir so einen Tumbler gekauft, weil ich einfach der Meinung bin, ich trinke viel lieber Wasser aus so einem Behälter als einfach nur aus einem Glas. Ich weiß es nicht, es hat alles was mit der Psyche zu tun. Und wenn euch Wasser zu fade schmeckt, dann macht daraus einfach cooles Trinken. Sowas kann man überall mitnehmen und dann habe ich es immer irgendwie in Handy. Und ihr könnt es überall auffüllen. Ich versuche in diesem Jahr einfach auf Limonaden und süßes Zeugs einfach zu verzichten. Klar, man kann sich ab und an mal was gönnen, sag ich mal so, aber trinkt mindestens 4 bis 5 Tumbler davon am Tag und ja, falls ihr so kein Wasser trinkt, dann holt euch sowas, weil stylisches Trinken macht viel mehr Spaß als einfaches aus dem Glas trinken oder sonst wie. Also trinkt Wasser, eure Haut wird euch danken, sie wird viel gesünder sein und es hilft einfach auch, den Körper von innen her zu reinigen. Mein nächster Geheimtipp ist etwas, was ihr nutzen könnt, um einfach gerötete Haut zu beruhigen, um euch einfach zu erfrischen und auch euren Mundraum zu erfrischen. Und das ist ein super einfacher Tipp und das ist etwas, was sehr natürlich ist und das ist grüner Tee aus dem Teebeutel. Ich benutze einfach Bio-Grüntee, weil das, was ihr auf eure Haut auftragt, das soll am besten natürlich nicht chemisch versetzt sein oder so, deswegen Bio-Grüntee. Und was ich da einfach mache, ich gieße einfach den grünen Tee auf, lasse ihn dann für circa 8 Minuten ziehen, sodass er einfach seine volle Wirkung entfaltet, fülle ihn dann in diesen Duftzerstäuber rein, sodass es dann so aussieht, der Duftzerstäuber sollte dann so voll wie möglich sein und dann stelle ich es einfach schnell in den Kühlschrank zum Abkühlen und dann könnt ihr es schon sofort benutzen. Das ist einfach ein super guter Tipp, weil ihr einfach diesen Duftzerstäuber mit dem grünen Tee füllen könnt und dann bis zu eine Woche lang diesen grünen Tee nutzen könnt. Natürlich solltet ihr immer diesen Duftzerstäuber, nachdem ihr ihn den ganzen Tag benutzt habt, mit dem grünen Tee wieder in den Kühlschrank legen, dann ist er bis zu eine Woche haltbar. Und im Sommer dient es einfach als super guter Erfrischer und vor allem bei öliger Haut hilft es einfach, die Haut zu beruhigen, auch bei Aknehaut die Haut zu behandeln und ja, sie einfach zu verbessern. Gleichzeitig bei trockener Haut spendet es super gut Feuchtigkeit und es beruhigt einfach die Haut, besonders wenn ihr zum Beispiel auch Akne habt. Grüner Tee ist einfach für seine heilsame Wirkung bekannt und die antibakterielle Wirkung bekannt. Deswegen sagte ich auch am Anfang, ihr könnt das als Mundspray benutzen, weil es entfernt Bakterien und plagt ihr Mund und es dient einfach als guter Erfrischer, sagen wir es mal so. Und ja, definitiv mal ausprobieren. Duftzerstäuber gibt es überall im Internet. Richtig günstig, zwischen 4 und 5 Euro. Und ja, deswegen mein Tipp und mein Pflegegeheimnis für euch. Ich benutze das eigentlich immer. Mein nächstes Pflegegeheimnis ist einfach Gesichtsbürsten zu benutzen und seit meinem letzten Pickelvideo habe ich super viel Feedback, also es geht in die Tausende. Seitdem ich eine Gesichtsbürste benutze, ist meine Haut viel, viel besser geworden, Sammy. Danke für den Tipp. Gesichtsbürste solltet ihr vielleicht jeden
zweiten Monat ersetzen und ihr solltet sie nach jedem Benutzen einfach gut mit heißem Wasser reinigen und glaubt mir, es entfernt ein Vielfaches an Schmutz, das 4- bis 5-fache an Schmutz und eure Haut wird einfach viel, viel gereinigter sein. Es hilft einfach auch Poren zu verkleinern in eurer Haut und deswegen Gesichtsbürsten, nutzt sie, sie sind super gut zur Haut und sie entfernen Pickel und Mitesser wie nix. Der nächste Tipp geht an alle unter euch, die nie genug für ihre Haare tun können. Für alle unter euch, die unter Schuppen leiden, trockener Kopfhaut, sprödem Haar, splissigem Haar und einem Haar, welches ihr am liebsten gerne neu wachsen lassen würdet. Und ich kann euch diesen Tipp auch nur ans Herz legen. Ich benutze es mindestens einmal in der Woche. Ich kann euch noch eine Haarroutine separat dazu machen. Wenn ihr das sehen wollt, lasst mich mal wissen, was ich einfach tue, um möglichen Haarausfall zu vermeiden. Und was ihr einfach für diesen Tipp braucht, ist Aluminiumfolie und Olivenöl. Und ihr werdet euch denken, hä, wieso Aluminiumfolie? Olivenöl ist zwar logisch, aber Aluminiumfolie. Und es kommt wirklich auf die Technik an, wie ihr es macht, damit ihr einfach, ja, den Wirkungsgrad erzielt, den ihr einfach erzielen wollt. Das Einzige, was ihr dann machen müsst, ist eure Haare einfach zu waschen und mit einem Handtuch trocken zu kneten. Ich mache immer wieder Faxen beim Tutorial drehen. Und dann wortwörtlich einfach das Olivenöl über eure gesamte Kopfhaut und Haare verteilen und anschließend richtig schön in eure Kopfhaut einmassieren. Das regt einfach die Durchblutung in der Kopfhaut an und ja, sorgt dafür, dass das Olivenöl sich gut verteilt. Anschließend nehmt ihr euch einfach die Aluminiumfolie zur Hand und wickelt sie um euren Kopf herum, sodass ihr einen Aluminiumhelm bekommt. Und dann nehmt ihr euch einfach noch eine Wollmütze, zieht sie über euren Kopf, sodass einfach das Olivenöl aufgewärmt wird. Und dann ist Gangster-Time angesagt. Yo, nein, das war ein Fail. Wie auch immer, dann wartet ihr circa 5 Minuten. Ihr könnt ein Instagram-Foto machen. Ihr könnt mir übrigens auf Instagram folgen. Und dann föhnt ihr drüber über eure Haare, sodass einfach die Wirkstoffe im Olivenöl freigesetzt werden. Und dann sehen eure Haare richtig gesund aus und perfekt. Ihr werdet einen Unterschied merken. Ihr werdet geschmeidigere Haare haben. Ihr werdet weniger Spliss haben. Eure Kopfhaut wird es euch danken. Ihr werdet weniger Schuppen haben. Und durch die Kopfmassage regt ihr gleichzeitig eure Durchblutung unter eurem Kopf an. Was hilft einfach, Haarausfall zu vermeiden. Mein nächster und letzter Geheimtipp ist es einfach, gesund zu essen. Und ich habe es mir als einer meiner Jahresvorsätze einfach vorgenommen, dass ich weniger Süßes esse, einfach viel mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch in meine Ernährung mit einzubeziehen. Sagen wir es mal so, du bist, was du isst, stimmt zu 100%, weil wenn ich mich jetzt einfach nur ständig nur von so etwas ernähren würde und davon haben wir zur Genüge zu Hause. Ihr werdet einen Unterschied merken, wenn ich mich ständig nur von Süßigkeiten ernähren würde, auch ich würde ständig nur Pickel kriegen, weil meine Haut, ja, zahlt es mir heim und zeigt mir, hey, das, was du zu dir nimmst, ist einfach ungesund, indem sie mir Pickel macht und ich kriege dann extrem viele Pickel im Stirnbereich, auf der Nase, auf den Wangen und es sieht alles andere als schön aus. Ihr seid wirklich das, was ihr esst und versucht es einfach mal für einen Monat lang durchzuziehen, statt Süßes, wenn ihr mal was Süßes wollt, esst einfach eine Banane oder einfach Heidelbeeren oder sonstige Dinge, die ihr einfach zu Hause da habt, aber versucht einfach mal auf Süßes für einen Monat zu verzichten und denkt an meine Worte, ihr werdet den Unterschied merken und ihr werdet dann in einem Monat zu diesem Video zurückkommen und mir sagen, ob es bei euch geklappt hat oder nicht. Ich bin mir sicher, es wird bei euch klappen und ich kann euch nur raten, es einfach mal auszuprobieren oder einen von diesen Tipps, die ich euch in diesem Video genannt habe. Wie auch immer, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, das Video anzuschauen, genauso wie es für mich war, dieses Video zu drehen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Und vergesst nicht zu abonnieren für weitere Tipps und Tricks hier. Und falls ihr Interesse habt an meinen Outfits und was ich immer so trage, schaut auf meinem Blog vorbei. Und steht alles in weiteren Informationen. Und schaut euch unbedingt mein letztes Video an. Verlinke ich euch auch unten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. We were lost in the dark, but we opened the